zu langsam. Ah, was sind das? Sollen das eigentlich tote Schulkinder darstellen oder was? Toni, komm. Was ist das denn? Geht's hier raus? Ja, geht es. Krass, ne? Durchgänge durch andere. Hier ist auch offen. Das hört sich an wie so Schweinsgeräusche. Okay, hier ist auch nichts mehr Sinnvolles. Boah, ne, Kind. Voll in die Nuts. Okay, Toilette. Oh mein Gott. Ich will gar nicht erst nachgucken. Hab ich. Und tschüss. Ich bin ganz schnell weg. Ich möchte mal was ausprobieren. Oh, du Sack, ne? Oh mein Gott. Sluxy. Was machst du von Scheiß? Okay. Okay, vergiss es. Den Monstern ist so nicht beizukommen. Alter. Zweit hier im Klo, ne? Und ich Trottel versuche allen Ernstes die Eisenstange. Crazy. Mein Gott. Oh mein Gott. Warum geht immer ein Schuss daneben, Harry? Kannst du mir das mal erklären? Wofür sammle ich die ganze Munition? Okay. Musikraum. Mhm. Es ist in Blut geschrieben. Oh nein, das Klavier, das Piano-Rätsel. Geschichte von Vögeln ohne Stimme. Und das ist bezogen auf die Tasten. Zuerst flog der gierige Pelikan. Er picht auf die Belohnung, weiße Flügel flatternd. Also zuerst soll ich eine weiße Taste drücken, ne? Dann kam eine stille Taube und flog weiter als der Pelikan. Flog weiter als der Pelikan, soweit sie konnte. Das heißt, der nächste taube Ton ganz rechts. Ein Rabe fliegt dabei, höher fliegend als die Taube, einfach um zu zeigen, dass er es kann. Es ist eine schwarze Taste, wahrscheinlich über der Taube. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden. Ist wieder was Weißes, gleich bei einem anderen Vogel. Friedliche Stelle soll es eine stille Taste sein. Zum Schluss kommt die Krähe hinzu, die schnell zum Stehen kommt. Erst gähnt und dann einigt. Wer wird den Weg zeigen? Wer wird die Schlösser sein? Wer wird der Schlüssel sein? Wer wird zu der stillen, zu der silbernen Belohnung führen? Ja, Freunde, und dann ist hier halt einfach mal so ein Klavier, das sich noch nicht mal öffnen lässt. Geilomatico, ne? Es ist echt ein sehr, sehr mieses, fieses Rätsel. Was
Scheiß, Alter. Was zum... Nix drin. Rennen und Spielen im Umkleideraum verboten. Na gut, ich lauf. Nicht. Du hast meine Katze gekillt. Oh Gott, schieß doch! Harry, also Harry, manchmal ehrlich. Wie schnell ich immer in den kritischen Bereich hier komme, ne? Ein Scherz, ne? Komm. Komm. Sluxy wartet auf dich. Hä? Alle Türen öffnen. Okay. Oh mein Gott. Weg hier. Wow. Ich versuche nicht mehr jeden Gegner zu killen. Leute, denn ich will ein bisschen Munition sparen hier. Habe ich jeden Raum abgeklappert. Nein, natürlich nicht. Veräppel mich halt. Toll, was lauert hier um die Ecke? Oh mein Gott! Wieder so ein kleines Kind. Ich mach mich hier fast in die Hosen, ey. Da ist er. Okay. Wie ist dieses Gebimmel weg? Was ist los? Ist hier nix? Bin ich hier vor oben rein? Komm schon, bitte. Geht's eigentlich noch verwinkelter, Leute? Einfach hier durchlaufen können. Ist schon seltsam. Was ist das denn für ein Raum? Nichts Brauchbares. Okay. Skulptur der Hand eines alten Mannes. Mit fester geballter Faust, als ob er niemals loslassen wollte. Oh ja, mein Freund.
Pistolenmunition, die ich nehme ich doch dankend an. Gut, jetzt wissen wir auch, dass hier die Faust des alten Mannes liegt. So, warte mal eben. Oh nein, oder? Destilliertes Wasser. Lass mal aber lieber hier. Chemikalie. Glucose. So, mein Freund. Na, halt, das wollte ich nicht. Auf dem Etikett steht konzentrierte Salzsäure. Okay. Gleich mal benutzen. Goldmedaillon. Das war's wohl mit der Hand, ne? Eiskaltes Händchen. Jo, weg hier. Da hinten geht's noch down. Okay. Sieht mal stark nach dem Dach aus, würde ich behaupten. Wie laufe ich denn jetzt am geschicktesten? Ich laufe da runter und dann so und dann okay. Weil ich will die Treppe unten rechts noch down gehen. Ja. Da hängt mein Spiel wohl wieder etwas. Und weg hier. Jetzt bin ich ja wieder im... Ja, bloß von der Rückseite. Hahaha, Freund. Alter. Mach keinen Kack. Ich gehe lieber nochmal hoch. Verdient. Wo geht's denn hier runter? Oh mein Gott. Das scheint kaputt zu sein. Hey, da ist ein Knopf. Schade. Schade, schade, schade. Schloss klemmt. Hier ist mal wieder nichts Brauchbares drinnen. Zuallererst mal eine Verbindung schaffen zur Außenwelt. Nein. Weiteres Klassenzimmer. Von wo wirst du wohl kommen? Ich bin hier hinterm Tisch, bin ich erstmal safe. Oh mein Gott. Pistolenmunition. Und ab durch die Mitte. Hab ich's vergessen?
Nee, ne? Okay. Setzen wir erstmal das Medaillon ein. Auf 12 Uhr. Na ganz prickeln. Okay. Langsam machen. Habe ich irgendwo was vergessen? Boiler Room. Da geht's hoch. Piano. Ich speichere erstmal. Wenn ich schon mal hier bin. Wo konnte man hier denn nochmal speichern? Hier? Nein. Oh, Slugsy. Was sagt eigentlich meine Munitionsanzeige? 137? 73? Wie so viel Munition? Wie viel ist denn da drin pro Paket? Okay, gehen wir nochmal zum Piano. Vielleicht hat sich's auf wundersame Art und Weise geöffnet. Haben sehr nice gemacht hier. Nein, ich bin zu weit. Das war die Katze hier. Hier, richtig. Schau mal an. Plötzlich ist das Piano offen. Klavier überprüft werden, ja. Okay, soweit ich mich noch erinnere, hieß es etwas von hier, wäre die stille Taube und da die Krähe, die die Taube ärgert und eins höher flog. Lesen wir das Ganze doch nochmal durch. Also, der gierige Pelikan, welche Farbe hat ein Pelikan? Der ist weiß, ne? Ist ja auch egal, er hat weiße Flügel. Er picht auf die Belohnung, weiße Flügel flatternd. Kam eine stille Taube. Ah ja, zuerst muss ich... Ein Pelikan. Weiße Flügel flatternd. Weiter als der Pelikan, so weit sie konnte. Dann kommt der Rabe. Dann der Schwan. Gleich neben dem anderen Vogel. Aha. Also in diesem Fall der Pelikan am Anfang. Der sucht sich ja irgendwo ein Plätzchen. Und dann kommt der Schwan. Eine friedliche Stelle, er sucht sich einen stillen Platz. Schnell zum Stehen kommt. Das heißt, ganz am Anfang muss ich eine... Gehend und dann einigt. Oh mein Gott. Also. Das heißt... Zuerst der Pelikan. Ich schätze mal hier irgendwo in dem Bereich.
Dann kommt diese Taste, dann diese Taste, die schwarze. Dann kommt wieder ein weißer Vogel, der aber eine stille Taste neben der anderen sucht. Und am Ende kommt die Krähe. Hier, schätze ich mal. So, fangen wir doch mal an. Okay, warte mal, ich nehme den da. Zweiter Vogel still in der Nähe. Dann am Ende der Vogel, der... Hä? Moment. Okay, mal angenommen, ich lasse den Pelikan außen vor. Das heißt, dann kommt die Taube. Den Rabe, soweit er konnte, der Schwan gleitet heran, friedliche Stelle zu finden, gleich bei einem anderen Vogel. Bei einem anderen Vogel. Das kann ja überall dann sein, ne? Krähe schnell zum Stehen kommt. Und dann